Das ist eine, endlich mal eine fette, neutrale Common-Karte, also eine gewöhnliche Karte. Echt fett, also 9 Mana, 9, 7 an Stats und Kampfschrei verursacht 4 Schaden. Das ist der Effekt, den wir auch vom Feuerelementar des Schamanen kennen. In Arena sicher eine sehr gute Karte. Machtwort Ruhm hatten wir auch schon. Wird jetzt wahrscheinlich immer schneller gehen, also wenn wir alle Karten so langsam durchhaben. Hier passiert auch nichts Großartiges. Tjosterin haben wir schon, Schweigsamer Ritter haben wir auch schon. Silberne Regentin, 3 Mana, 3-3, ruft einen Rekruten der silbernen Hand herbei, mit Inspiration. Also wenn ich das als Parler habe und unsere Heldenfähigkeit einsetze, kriege ich 2 Rekruten der silbernen Hand statt 1. Nochmal den Schweigsamen Ritter. Und Wetteifer, ein Paladin-Geheimnis. Und zwar eines einer neuen Art, nämlich verleiht euren Dienern zu Beginn eures Zuges +1/+1. Das heißt, man legt dieses Geheimnis und das nächste Mal, wenn man dran ist, löst dieses Geheimnis aus und die eigenen Kreaturen kriegen +1/+1. Das ist cool und das für ein Mana. Also wenn man jetzt ein Board voller Rekruten der silbernen Hand hat beispielsweise, da kriegt man für einen Mana einen Gewinn von 7/7 an Stats. Ich meine, gut, das ist jetzt sehr, sehr extrem, aber der Gegner weiß halt auch nicht, ob es jetzt Wetteifer ist, was man als Paladin auslegt. Und deswegen kann das unter Umständen ganz cool und verwirrend sein. Also ich glaube, ich mag die Karte. Den hatten wir schon. Die hatten wir auch schon mehrfach. Hatten wir auch schon. Kennen wir auch schon. Ausgeburt der Schatten. Kord, dass ich dich hier treffen würde. 4 Mana, 5/4. Also auch die Stats des verirrten Hochschreiters. Oder Wildschreiters. Oder Hochschreiter. Weiß ich nicht. Inspiration fügt jedem Helden 4 Schaden zu. Ich glaube, das will man nicht, oder? Es erinnert sehr an den Schattenpriester aus World of Warcraft. Da ging es ja auch irgendwie so darum, sich selbst Schaden zuzufügen und dafür besonders mächtig Schaden auszuteilen. Und das ist jetzt quasi genauso. Aber ich glaube, das ist auch keine Karte, die große Zukunft hat. Heiliger Champion. Priesterkarte. 4 Mana, 3/5. Erhält jedes Mal +2 Angriff, wenn ein Charakter geheilt wird. Das ist eine große Version der Lichtwächterin. Und ich kann mir vorstellen, dass die gespielt wird. Weil bei dem Priester wird so viel und so oft geheilt. Und die ist minimal schwächer als das Yeti. Kann aber viel stärker werden. Das ist keine schlechte Karte. Den Lehrvernichter kennen wir schon. Lebendige Wurzeln auch. Arkanschlag. Das ist eine sehr interessante Karte. Für ein Mana fügt einem Diener 2 Schaden zu. Zauberschadenboni gelten für diese Karte doppelt. Erstmal vorneweg, diese Karte ist, selbst wenn wir keinen Zauberschaden auf dem Feld haben, ist die okay, weil für ein Mana 2 Schaden ist, kennen wir auch von anderen Klassen. Wenn man jetzt aber Zauberschaden auf dem Feld hat, dann reicht ja eine Kreatur aus, um daraus eine Flammenkanone zu machen. Und zwar eine Flammenkanone, die wir beliebig steuern können. Das ist eigentlich total krass. Wenn ich zwei Zauberschaden auf dem Feld habe, dann ist es ein Feuerball. Also ein Feuerball auf einen Diener, weil wir können den Helden damit nicht angreifen, aber das ist eine interessante Karte. Schön, dass ich sie habe. Ich mag sie. Hier passiert auch nicht viel. Muglas Champion kennen wir, Silberne Regentin auch. Die Tjosterin auch, die Bärenfalle auch. Mogos Champion hatten wir auch schon. Würde ich am liebsten sofort entzaubern, den Horn. Bärenfalle, Imbiss Bubentuska, Flammenlanze, dämonische Fusion und gepanzerte Schlachtboss haben wir auch schon. Ja, ist klar, dass sich irgendwann die Karten sehr häufig wiederholen. Was haben wir hier? Der Vernichter, auch schon. Champion des Lichts hatten wir noch nicht. Für 3 Mana, 4/3. Bringt einen Dämon zum Schweigen. Also das ist sehr, sehr speziell.
Und alleine deswegen wird die Karte wahrscheinlich nicht gespielt werden. Kennen wir auch. Vielleicht nochmal was Legendäres oder Episches. In diesem Booster nicht. Das ist eine coole Karte. Tuska Tjoster. 5 Mana 5-5. Kampfschrei deckt einen Diener aus jedem Deck auf. Stellt bei eurem Helden 7 Leben wieder her, wenn euer Diener mehr kostet. Das ist cool. Weil es gibt eine andere Karte, nämlich den Healbot. Der kostet 5 Mana und hat 3-3 an Stats. Und der heilt 8. Und wenn man jetzt mit dieser Karte eine Chance hat, einen 5-5er, 5 Mana 5-5er, mit Heilung in sein Deck zu tun, dann ist das die wesentlich bessere Alternative, weil der einfach einen viel stärkeren Buddy hat. Ich mag die Karte. Außerdem sind Tuska cool. Heiliger Champion haben wir auch schon. Den haben wir auch schon. Wow, Alexstrasas Champion in Gold. Sieht geil aus. Nicht schlecht. Und den haben wir auch schon. Episch. Na, was ist es? Mysteriöser Ritter, eine Paladin-Karte, 6 Mana, 6, 6, Kampfschrei. Legt alle Geheimnisse in eurem Deck hier einmal auf das Schlachtfeld. stellt euch mal vor, ihr habt 5 Paladin-Geheimnisse im Deck. Man kann maximal 5 Geheimnisse auslegen und die werden einfach alle aufs Feld geballert. Und der Gegner weiß gar nicht mehr, wo ihm geschieht. Das ist krank. Draenei Totemschnitzerin, da haben wir jetzt wieder dieses Totem-Thema bei dem Schaman. Kampfschrei erhält für jedes befreundete Totem +1/+1. Und es hat 4 Mana, kostet es 4/4 an Stats. Also wenn wir schon ein Totem auf dem Feld haben, hat es 5/5. Und ist damit besser als ein Yeti. Ist die Frage, wie viele Totems man wirklich im Deck jetzt spielen kann oder wird. Ansonsten finde ich die nicht schlecht. Drachenfalkenreiter kennen wir noch nicht. Für 3 Mana 3-3. Inspiration erhält Windshorn in diesem Zug. Erinnert mich an den tobenden Worgen. Der hatte ja, kostet ja auch 3 Mana. Hat, glaube ich, auch 3-3 an Stats. Allerdings hat er diese Wutanfallmechanik, also wenn man ihm Schaden zufügt, bekommt er Windzorn und plus einen Angriff, glaube ich. Oder plus 2. Kann auch plus 2 sein, ich weiß es nicht mehr genau. Episch! Kennen wir auch. Elementare Zerstörung, das ist cool. Das ist eine coole neue Schamanenkarte. Ein großer Boardclearer. 3 Mana kostet er. Er hat allerdings Überladung 5. Das heißt, in der nächsten Runde bezahle ich 5 Mana-Kristalle. Also insgesamt 8 Mana-Kristalle. Aber fügt allen Dienern 4-5 Schaden zu. Das bedeutet, das ist im schlechtesten Fall ein 8 Mana-Flammenstoß. Ansonsten ist es ein etwas besserer Flammenstoß, wenn es 5 Schaden macht, dessen Mana-Kosten auf 2 Runden verteilt werden. Also man hat in dieser Runde die Möglichkeit, für nur 3 Mana echt viel Schaden auf die gegnerischen Kreaturen zu machen. Aber das gilt halt auch auf die eigenen Diener, was ein bisschen blöd ist. Und in der nächsten Runde kann ich halt nur maximal 5 Mana benutzen und das ist nicht viel, um irgendwie wieder ins Spiel zu kommen. Also das ist eine Karte, die man ja nicht einsetzt, wenn man gerade am Gewinnen ist, weil, wie gesagt, es fügt auch den eigenen Dienern Schaden zu. Und dann ein Comeback in der nächsten Runde zu feiern mit nur 5 Mana. Aber es ist schön, dass der Schamane die Möglichkeit kriegt, so einen großen Boardkeeper zu haben. Hier passiert auch nicht viel. Might des Sees hatten wir schon einmal. Flammenjongleur auch. Oh, ein goldener, frierender Schneebold. Ich fühle mich geehrt. Spinnennest hatten wir auch schon.
Ich werde wohl jede Menge Staub kriegen, aber das ist gar nicht verkehrt. Ich habe eh noch 1600, das heißt, ich kann mir auf jeden Fall eine Legendary craften. Fechtlehrer hatten wir schon. Totem Golem, endlich! Totem Golem. Ein Totem kostet 2 Mana, hat 3-4 an Stats, also total crazy. Und Überladung 1. Das heißt, in der nächsten Runde bezahlt man dann eben ein Mana dafür, dass man in der zweiten Runde schon so eine Kreatur aufs Feld klatscht. Die ist im Grunde wie ein Spinnenbot. Wie dieser Spinnenpanzer da. Der kostet 3 Mana und hat 3-4. Das ist eine coole Karte. Ich mag den. Wenn man dann jetzt noch ein Deck spielt, das dieses Totem-Thema hat, dann kann der echt mega krass werden. Zumal der Totem-Golem eine Karte ist, die von diesem Totem-Tuskar herbeigerufen werden könnte. Und das ist dann umso krasser. Das wertet die Karte total auf. Ansonsten nichts Neues, aber gut, dass ich den Totem-Golem endlich habe. Wo bleibt die nächste Legendary? Wo bleibt sie? Wo bleibt sie? Champion des Lichts hatten wir auch schon. Passiert auch nicht viel. Might des Sees. Nichts Neues. Ja, Raxus Faust. Und da ist wieder diese Kartenabwerfen-Mechanik des Hexenmeisters. 4 Mana. Fügt einem zufälligen Feind 4 Schaden zu, wenn ihr diese Karte ausspielt oder abwerft. Und abwerft wäre umso cooler, denn dann kostet die einfach 0 Mana und man macht 4 Schaden. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob dieser Discard-Hexenmeister irgendwie ein Thema werden könnte, aber das ist auch wie bei dem Wildtier-Druiden. Alleine die Möglichkeit zu haben, sowas zu machen, ist bei einem Trading-Card-Game immer wichtig. Überspannt vom Mega haben wir auch schon. Lange Finger haben wir auch. Hier passiert auch nicht viel. Auch zweimal den Sanitäter. Welle der Heilung ist auch eine coole neue Schamanenkarte für 3 Mana. Stellt 7 Leben wieder her. Deckt einen Diener aus jedem Deck auf. Stellt stattdessen 14 Leben wieder her, wenn euer Diener mehr kostet. Also wieder diese Joust-Mechanik. Und, also wenn man mit dieser, mit 3 Mana 14 Leben wiederherstellt, das ist krass. Und selbst wenn man nur 7 Leben wiederherstellt, ist es immer noch irgendwie okay. Krass. Blitzheilung ist neu. Eine 1-Mana-Priesterkarte stellt 5 Leben wieder her. Und hier hat man den gefangenen Jormungar. Ein Wildtier, 7 Mana und 5-9 an Stats. Also im Grunde der umgedrehte Kernhund. Der Kernhund hat, glaube ich, 9-5 an Stats. Und kostete, soweit ich weiß, auch 7 Mana. Kostete der 7 Mana oder 8? Ich glaube 7. Ja. Natürlich sind 5-9 Stats besser. Alleine schon, weil man nicht gebig-game-huntert wird. Episch. Der zweite Totem-Golem. Yes! Und eine Schurkenkarte, der Bukanier. 1 Mana, 2-1. Jedes Mal, wenn ihr eine Waffe anlegt, erhält diese plus 1 Angriff. Ja. Die Karte bleibt halt nicht lange stehen. Hat ein Leben. Das ist Meister des Kolosseums will ich nicht. Kompostieren. Vernichtet einen Diener. Euer Gegner erhält einen zufälligen Diener auf die Hand. Das ist ein Hard Removal von Druiden. Der besser ist als der, den er bisher hat. Denn da ist es so, dass der Gegner 2 Karten ziehen darf. Und man dafür einen Diener vernichtet, aber das ist scheiße. Wobei das auch total nach hinten losgehen kann. Wobei man da auch wieder sagen muss, ein zufälliger Diener. Es kann auch ein totaler Schrottdiener sein. Und das ist immer noch besser, als wenn der
Gegner zwei Karten aus seinem Deck zieht, von Karten, die er sich zusammengestellt hat, um möglichst mit krassen Effekten und Synergien den Gegner zu vernichten, also. Und dann auch noch in Gold, wow. Oh, wieder episch. Zauberkünstler ist neu. Eine 3-Mana, 3-4 Kreatur des Magiers. Kampfschrei, jeder Spieler erhält einen zufälligen Zauber auf die Hand. Kann auch mächtig nach hinten losgehen. Unter dem Kolosseum, das ist auch eine sehr interessante Karte des Schurken. Für 3 Mana, mischt 3 Kopien von Hinterhalt in das Deck eures Gegners. Wenn sie gezogen werden, ruft ihr jeweils einen Neruba 4-4 mit den Stats 4-4 herbei. Das ist eine Karte, die, wenn man sie ausspielt, nicht sofort einen Effekt hervorruft. Das heißt, es ist im Grunde eine Investition in einen späteren Verlauf des Spiels. Mischt 3 Kopien von Hinterhalt in das Deck eures Gegners. Also alleine die Möglichkeit, das Deck eures Gegners zu vergrößern und zu verhindern, zu verringern, die Möglichkeit, dass er Karten zieht, die er in sein Deck aus einem bestimmten Grund getan hat, ist schon alleine viel, viel wert. Also das kann euch das unter Umständen dann das Spiel retten. Und dann auch noch, wenn er diese Karten, die ihr reingemischt habt, zieht, einen Neruba mit den Sets 4-4 herbeizurufen jeweils, das ist... Ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Karte. Muss ich ja mal sagen. Den Chostmeister. 6 Mana 5-6. Deckt einen Diener aus jedem Deck auf. Erhält Spott und Gotteschild, wenn euer Diener mehr kostet. Das ist im Grunde die Sonnenläuferin. Die hatte die Stats aber 4-5 und kostet auch 6 Mana. Ja, ich glaube, sie kostet auch 6 Mana. Hat halt auch Spott und Gottesschild, aber der wäre dann die wesentlich stärkere Version, wenn man den Chost gewinnt. Aber auch nur dann. Die Frage ist, ist die Karte auch alleine gut genug? Und ich würde da eher sagen, nein. Schlachtross-Ausbilder in Gold. Das gefällt mir. Ritter der Wildnis. Hatten wir auch noch nicht. 7 Mana 6-6. Eine Druidenkarte verringert die Kosten dieser Karte jedes Mal um 1, wenn ihr ein Wildtier herbeiruft. Da ist wieder diese Wildtier-Druiden-Geschichte. Nichts Neues haben wir hier. Verletzter Qualdir. Warum das jetzt eine seltene Karte ist, werde ich auch nicht verstehen. Nichts Neues. Wetteifer hatten wir auch schon einmal, jetzt haben wir sie zweimal. Wo bleiben denn meine Legendaries? Ich meine, gut, ich habe schon 3. Das ist auch eigentlich schon echt viel. Argentum Wachmann für 2 Mana, 2-4 an Stats, also für die Mana-Kosten... Im Grunde ein Statpunkt mehr, aber kann nicht angreifen. Inspiration kann in diesem Zug angreifen. Das heißt, ich muss jedes Mal 2 Mana bezahlen, damit das Vieh angreifen kann. Und das ist scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Karte gespielt wird. Bekehren vom Priester hatten wir auch noch nicht. Für 2 Mana. Erhaltet eine Kopie eines feindlichen Dieners auf die Hand. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil selbst wenn wir die Kopie des Dieners auf unsere Hand bekommen, für Bekehren nehmen wir uns ja wahrscheinlich ein Ziel, eine Kreatur, die möglichst viel kostet und die müssen wir dann ja auch noch ausspielen. Also, weiß ich nicht. Verwandlung Eber finde ich ziemlich cool. Kostet ein weniger als die normale Verwandlungskarte und verwandelt einen Diener in einen Eber 4-2 mit Ansturm. Das Coole hier ist, dass man das auch auf die eigene Kreatur anwenden kann, zum Beispiel, um mit ihr vorher anzugreifen, dann in einen Eber zu verwandeln und dann nochmal anzugreifen und Face zu gehen, zum Beispiel. Also damit kann man sogar Lethal irgendwie herbeiführen. Finde ich auch ganz nett, die Idee. Ich halte so ein bisschen die Uhr im Blick, weil wir jetzt echt schon fast eine Stunde rum haben. Hier ist nichts Neues dazu gekommen. Einfacher Knappe. 1 Mana 1-2 und Inspiration erhält plus 1 Angriff.
zwielichtiger Händler, 3 Mana, 4-3. Kampfschrei erhält +1/+1, wenn ihr einen Piraten kontrolliert. Also der Schurke wird so ein bisschen auf den Pirat getrimmt. Wobei ich nicht glaube, dass da viel in die Richtung passieren wird, weil dafür Piraten einfach nicht stark genug sind. Nochmal den Totem-Golem. Nochmal die Streiterin von Danassos. Episch. Den Totem-Golem hatte ich jetzt auch schon 4-mal, glaube ich. Der Recke von Donnerfels. Eine Schamanenkarte, 5 Mana, 3, 6. Inspiration verleiht euren Totems +2 Angriff. Also da ist wieder dieses Totem-Thema. Die epische Karte ist wieder Kompostieren vom Ruiden. Aber diesmal nicht in Gold. Nichts Neues. Und nichts Neues. Wer wird es sein? Aufregung. Oh, warum ihn? Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum das eine legendäre Karte ist. Bolframschild. Wenn euer Held Schaden erleiden würde, erleidet stattdessen dieser Diener den Schaden. Für 6 Mana 3, 9 an Stats. Jetzt rate mal, was passieren wird. Der Gegner wird einfach Face angreifen. Und der wird sterben. Ohne dass er überhaupt irgendeinen Schaden verursacht. Und das ist einfach nur dumm. Deswegen mag ich die Karte nicht. Wenn sie wenigstens Spott hätte. Aber sie hat ja keinen Spott. Warum kriege ich dieses Legendary? Warum nicht ein sinnvolles? Saboteur, 3 Mana, 4-3. Kampfschrei. Die Heldenfähigkeit eures Gegners kostet im nächsten Zug 5 Mana mehr. Also ein... wie heißt er noch? Mir fällt der Name nicht ein, dieses 5 Drops aus Naxxramas. Loatep. Ein Loatep für Heldenfähigkeiten. Bei Loatep ist es so, der Gegner muss im nächsten Zug 5 Mana mehr für seine Zauber bezahlen. Und hier ist es halt Heldenfähigkeit. Schnittzeitung kennen wir auch schon. Königsverteidiger kennen wir auch schon. Ich habe jetzt 4 Legendaries. Eine ist auf jeden Fall noch drin. Ja. Oh, jede Menge selten. Mini-Ritter des Bösen. Das ist cool. Und dann noch in Gold. Ephigie. Geheimnis für den Magier. 3 Mana. Wenn ein befreundeter Diener stirbt, wird ein zufälliger Diener mit denselben Mana-Kosten herbeigerufen. Das ist auch eine coole neue Idee für ein Magiergeheimnis. Er hat ja sowieso schon viele Möglichkeiten. Ich meine, er hat Spiegelgestalt, er hat Duplizieren. Und jetzt ist es halt so, dass auch direkt was auf dem Feld bleibt. Und das ist cool. Oh, den hatten wir noch nicht. Die fiese Verdammniswache. 7 Mana, 6, 8 an Stats. Ist ein Dämon, hat aber sonst keinen weiteren Effekt und deswegen wird sie im Constructed, glaube ich, nicht gespielt. Auch die Stats sind jetzt nicht so gut. Also es hätte ruhig ein 6-9er sein können, finde ich. Weil der Ogre zum Beispiel hat ja 6, 6, 7 an Stats und der hat... Kostet 1 Mana mehr und hat dann nur 1 Statpunkt mehr. Also ich finde, da hätte man ruhig 6-9er rausmachen können. Ja, Raxus Faust kennen wir auch schon. Wir nähern uns den letzten 30. Kennen wir alle schon. Auch Bekehren haben wir mittlerweile oft gehabt. Goldene Drachenfalkenreiter. Cool. Ja, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Karten dabei, die ich auch haben wollte. Das freut mich natürlich. Arkanschlag nochmal. Hier haben wir nichts Neues. Auch hier nicht. Ja, ich glaube, die letzten 30 gehen jetzt schnell. Nichts Neues.
Und auch nichts Neues. Wissen der Ahnen für den Schaman, die ist jetzt neu. 2 Mana kostet sie. Ziehe 2 Karten, Überladung 2. Das ist im Prinzip, ja, das ist eine schlechte Karte eigentlich, weil man muss mal überlegen, der Magier hat Arkane Intelligenz, kostet 3 Mana und man zieht 2 Karten. Die Karte kostet 1 Mana mehr. Das ist zwar verteilt auf 2 Züge, aber das macht es ja nicht besser. Es ist halt Card Draw für den Schamanen, aber kann man auch anders hinkriegen. Der hat ja zum Beispiel so ein Totem. Und auch alles schon. Ich kann mich sogar erinnern, dass einer unserer Booster sehr ähnlich aussah. Vielleicht meine Klassen-Legendary. Wie sieht's damit aus? Oh, goldene Schützin des Hochlandes. Ich habe ja nicht schon 5 Stück. Aber gut, die sind nicht golden. Oh, episch. Oh, selten. Zwielichtwächter, cool, ein Drache. 4 Mana, 2,6 an Stats. Kampfschrei, erhält plus 1 Angriff und Spott, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Das wäre dann also ein 3,6er mit Spott für 4 Mana. Ja. Das ist gut. Wir kennen da eine andere Karte, nämlich den Schildmeister. Der hat 3,5. Ist also schwächer. Aber halt auch nur, wenn wir hier bei den Zwielichtwächter einen Drachen auf der Hand haben. Nichts Neues. Der Meister des Kolosseums macht mich auch fertig. Ein goldener Tuskartioster. Sehr geil. Hier passiert auch nicht allzu viel. Die Drenai-Totenschnitzerin hatten wir jetzt, glaube ich, erst zum zweiten Mal. Agentum-Wachmann hatten wir auch schon. Warum diese Karte selten ist, ist mir echt ein Rätsel. Oh, der ist neu, der Sparrings-Partner. 2 Mana, 3-2. Spott, Kampfschrei, verleiht einem Diener Spott. Also wenn man ein Krieger-Spott-Deck machen will, ist diese Karte wahrscheinlich gut. Ich will das aber nicht. Also sehr wahrscheinlich nicht. Man kann es ja mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das ein großes Thema wird. Wandlung Eber zum zweiten Mal, glaube ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich habe 2 Legendaries zum Entcraften. Einmal Eidis, die hatte ich ja doppelt. Ifigi jetzt zum zweiten Mal, sehr gut. Und Saboteur auch. Und den Bolf-Ramschild, den behalte ich auch nicht. Was will ich mit dem? Also ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Form irgendwie nützlich sein könnte. Der Anwerber für 5 Mana, 5-4. Inspiration erhaltet einen knappen 2-2 auf die Hand. Soweit ich das weiß, ist das eine 1-Mana-Karte, die eben die Stats 2-2 hat. Für 1 Mana ist das nicht schlecht. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich Großes von der Karte erwarten werde. Kommt schon, ein Legendary gönnt ihr mir doch noch, gesagt, oder? Hatten wir noch nicht. Garnisonskommandant. 2 Mana, 2-3, also normale Stats. Ihr könnt eure Heldenfähigkeit pro Zug 2-mal einsetzen. Wow. Es gibt eine Magierkarte, die ermöglicht, dass man seine Heldenfähigkeit so oft einsetzen möchte, wie man will in dem Zug. Die haben wir aber nicht gekriegt bisher. Was ich sehr schade finde.
Nichts Neues. Der Countdown. Lange Finger haben wir auch schon lange nicht gesehen. Gefallener Held. Auch eine Magierkarte. 2 Mana 3-2, auch wieder normale Stats. Eure Heldenfähigkeit verursacht 1 Schaden mehr. Das macht aus dem Feuerball schon ein 2 Schaden Ding. Ach, die Agentumlanze. So eine Scheißkarte. 2 Mana 2-2, Kampfschrei. Deckt einen Diener aus jedem Deck auf, erhält plus 1 Haltbarkeit, wenn euer Diener mehr kostet. Dann wäre es ein 2-Mana 2-3 Waffe. Es gibt bessere Waffen. Ich würde die nicht ins Deck tun. Das war episch. Da ist er endlich, der Drache von Kaltara. 6 Mana 6-6. Ihr könnt eure Heldenfähigkeit beliebig oft einsetzen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit der Maid vom See, wo die Heldenfähigkeit dann nur noch 1 Mana kostet, zusammen auf dem Feld hat, dann kann man theoretisch in Runde 10 10-mal seinen Feuerball irgendwo rein donnern. Und wenn man dann noch den gefallenen Held auf dem Feld hat, dann kann man 10-mal 2 Schaden auf dem Feld verteilen oder ins Gesicht des gegnerischen Spielers. Und das ist echt nicht schlecht. Oh, nochmal ein guter Booster hier. Ein goldener Recke von Donnerfels. Goldenes betretet das Kolosseum, vernichtet alle Diener außer auf jeder Seite den Diener mit dem höchsten Angriff. Und das ist eine Paladin-Karte. Vergiftete Klinge ist auch so eine Karte, wo ich mir denke, warum? 4 Mana 1-3. Eure Heldenfähigkeit erhöht den Schaden dieser Waffe um plus 1, anstatt zu ersetzen. Das heißt, um daraus eine 3-3 Waffe alleine zu machen, muss ich 8 Mana investieren. Das will man nicht. Nichts Neues. Noch 3 Packs. Oh, zwei seltenen. Nichts Neues. Nochmal eine epische. Finsterer Handel vom Hexenmeister. 6 Mana, vernichtet 2 zufällige feindliche Diener, wirft 2 zufällige Karten ab. Viele haben sich über diese Karte aufgeregt und gesagt, die ist scheiße, aber überlegt doch mal. Die Verdammniswache vom Hexenmeister. Die kostet 5 Mana, hat 5-7 Stats und Ansturm und man muss 2 Karten abwerfen und die wird oft gespielt. Warum ist diese Karte also schlecht? Ich meine, die vernichtet 2 zufällige feindliche Diener, man muss zwar auch 2 Karten abwerfen, aber man kann unter Umständen echt böse Viecher loswerden dafür. Aber ich weiß auch nicht, ob ich sie jetzt speziell spielen würde und ob ich das jetzt falsch interpretiere, aber ich finde, also nur alleine, weil man durch diese Karte 2 Karten abwerfen muss, ist sie nicht schlecht. Weil das ist die Verdammniswache auch nicht. Unsere Gebete wurden leider nicht erhört. Wir haben kein Legendary mehr gekriegt, aber das waren jetzt erstmal 84 Packs. Meine Herren. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie viel ich entzaubern kann. Wundert euch nicht über die Namen. Ich werde die Decks sowieso alle löschen. Ja. Wir können 1950 Staub alleine dadurch kriegen, dass wir überzählige Karten entzaubern. Dazu gehört das eine Legendary schon dazu. Damit hätten wir 3555 Staub und können 2 Legendaries craften.
Ich weiß auf jeden Fall. Dass er dazugehören wird. Die goldene Variante kostet mich, glaube ich, 6000. Ich könnte den sogar in Gold craften. Ach, ich muss mir das überlegen. Ich würde Varian echt gerne haben, weil das ist eine total kranke Karte. Guckt euch das an. 10 Mana kostet er. 7-7 an Stats. Kampfschrei, zieht 3 Karten. Legt alle Diener, die ihr dabei zieht, direkt auf das Schlachtfeld. Also selbst wenn man keine Diener zieht, ist es ein Kriegsgolem kombiniert mit einer Arkanintelligenz. Es ist Carddraw. Carddraw ist immer gut. Aber wenn auch nur ein Diener dabei ist, der dann vielleicht auch 4-5 Mana kostet oder sonst was, dann ist die Karte absolut krank. Und deswegen muss man sie haben. Und ich kann sie sogar in Gold craften. Ich überlege mir das aber noch. Weil es auch noch eventuell andere Karten, Legendaries gibt hier in das große Turnier, die mich interessieren würden. Aber das sehen wir dann irgendwann mal. Jetzt soll noch nicht der Zeitpunkt dafür gekommen sein. Danke, dass ihr die Geduld hattet, hier zuzugucken. Also das waren jetzt über 70 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft. Und es wird interessant. Bis dahin.